Hallo liebe Spielefreunde, heute stelle ich euch das Spiel vor, Schottentotten 2. Ein Spiel für zwei Personen ab 8 Jahre, Spielzeit ungefähr 20 bis 30 Minuten. Ich stelle euch das Spiel vor, die Spielregeln, auch einige taktische Elemente, ein paar Spielausschnitte und am Schluss dieses Videos natürlich auch das Fazit, wie gut uns Schottentotten 2 gefallen hat. Erst einmal, was ist alles in der Spieleschachtel? Einmal haben wir 60 Belagerungskarten. Die sind in 5 verschiedenen Farben und von den Werten 0 bis 11. Dann haben wir die Mauerteile, die halt in eine Reihe ausgelegt werden. Da komme ich gleich noch dazu. Wir haben hier 3 Ölkessel für den Verteidiger, komme ich auch noch dazu. Dann 2 Spielehilfen, die mit Vorder- und Rückseite bedruckt sind, um halt die einzelnen Wertigkeiten der Karten festzulegen. Und dann haben wir noch einen Koch. Und ein Hühnchen, der Koch ist der Angreifer, das Hühnchen ist der Verteidiger, und das dürfen sich die Spieler dann entsprechend auch noch vor sich auslegen. Und dann gibt es noch zusätzliche Karten für eine Erweiterung letztendlich fürs Spiel, die dann auch eine Rolle spielen, um das Spiel noch etwas schwerer oder attraktiver zu machen. Uns persönlich hat die normale Variante vollkommen ausgereicht, aber wenn ein Spieler noch ein paar neue Elemente hinzunehmen will, dann kann er das entsprechend mit diesen Karten machen. Zuerst werden die 8 Mauerteile ausgelegt, in beliebiger Reihenfolge. Die Mauerteile haben eine Vorderseite und eine Rückseite. Wenn die Rückseite umgedreht ist, heißt das, dass der Spieler versucht hat und erfolgreich versucht hat, einen Durchbruch zu erreichen. Würde er eine umgedrehte Mauerkachel auch nochmal besiegen, dann darf er sie rausnehmen und hat das Spiel automatisch gewonnen. Die zweite Alternative ist, dass es ein Spieler schafft, an verschiedenen Stellen Mauerteile aufzubrechen, und wenn er das vierte Mauerteil aufgebrochen hat, wie in diesem Beispiel, hat er ebenfalls das Spiel gewonnen. Die Mauerteile haben bestimmte Funktionen, auf die ich jetzt gleich nochmal näher eingehen werde. Aber erstmal zum allgemeinen Spielverlauf. Nachdem die Mauerteile da ausliegen, werden die Karten gemischt, also richtig gemischt, und dann wird an jeden Spieler 6 Karten ausgegeben. Letztendlich wird dann der Kartenstapel nebendran gelegt als Nachziehstapel, und die Spieler haben eigentlich eine relativ einfache Reihenfolge. Sie legen an eines der Mauerteile eine Karte an und ziehen eine neue Karte, und das macht der Gegenspieler, und so geht es abwechselnd hin und her. Wie gesagt, ist das Ziel des Spiels, ein Mauerteil zweimal durchzubrechen oder 4 Mauerteile einmal durchbrochen zu haben, und dann hat der Angreifer gewonnen. Sollte es sein, dass der Nachziehstapel aufgebraucht ist und der Angreifer dieses Ziel nicht erreicht ist, dann hat automatisch der Verteidiger gewonnen. Es gibt 5 mögliche Kombinationen, die im Spiel an Mauerteile angelegt werden können, und dafür gibt es halt entsprechend hier eine Spielehilfe, die einem das auch noch mal ein bisschen erläutert. Im Grunde ist die höchste Kombination, dass in einer Farbe eine aufsteigende Folge ausgelegt wird, also zum Beispiel hier die 8, 9 und 10. Die nächsthöhere ist dann die, oder nächstniedrigere ist dann 3 gleiche Zahlen, dann kommen nur Farben, also alles dieselbe Farbe, dann wiederum eine aufsteigende Folge, aber jetzt mit unterschiedlichen Farben, und letztendlich, wenn alle diese 4 hier nicht geklappt haben beim Anlegen, bleibt nur noch die Summe, die letztendlich hier auch addiert wird und danach dann festgestellt wird, wer gewonnen hat. Hat ein Spieler jetzt zum Beispiel nur die Summen gelegt und der andere Spieler hier 4, 5 und 6, gewinnt der Spieler, weil es einfach die höherwertigere Kombination ist. Genauso, wenn dieser Spieler gewinnt, schlägt er immer diese, dieser Spieler schlägt immer diese Karten und der hier schlägt alle 4 Karten. Das heißt, es ist halt die höchste Kombination, ist aber im Spiel auch am schwersten zu erreichen. Auf den Mauerteilen ist aufgedruckt, wie viele Karten angelegt werden können. Hier in dem Beispiel sind es 2 Karten. Hier haben wir ein Mauerteil mit 3 Karten, hier ein Mauerteil mit 4 Karten. Diese Angaben gelten für den Angreifer wie auch für den Verteidiger. Das heißt, der Angreifer darf hier 2 Karten legen und der Verteidiger kann 2 Karten legen. Und hier ist es genauso, 3, 3, 4, 4. Erst wenn jeder 2, 3 oder 4 Karten hier angelegt hat und der andere Spieler auch, kann so ein Mauerteil aufgelöst werden. Das heißt, dann sieht man genau, ich habe hier 2 liegen, er hat 2 da liegen, was ist die höherwertige Kombination,
und hat der Angreifer es geschafft, das Mauerteil zu bezwingen und es dann entsprechend umdrehen kann. Dann gibt es Mauerteile, die hier an den Kartenhülsen auch Pluszeichen zeigen bzw. Minus zeigen. Diese Zeichen bedeuten, dass hier nur die Summe zählt. Das heißt also, keine andere Kartenkombination kann gewinnen, es zählt nur die Summe. Hier als Beispiel hat dieser Spieler zwar hier ein Durcheinander an Karten gelegt und der andere Spieler eine schöne Sequenz gelegt und trotzdem gewinnt dieser Spieler, weil es geht rein um Summen. Also Sequenzen von anderen Teilen der Spielmöglichkeiten geht gar nicht. Das heißt, wir haben hier einen ganz normalen Lauf, 5, 6, 7 und er hat hier die Summe eigentlich sowieso nur. Der Lauf würde ja höher gelten als die Summe, aber da dieses Zeichen ist mit Plus, bedeutet das, es zählt nur die höchste Summe und somit hat dieser Spieler auch das Spiel gewonnen. Genauso hier, hier zählt die niedrigste Summe, deswegen ist hier auf diesem Mauerkärtchen ein Minus abgebildet, also 3 Minus. Und hier ist es so, dass dieser Spieler zum Beispiel 1-1-0 hat, also 2 als Summe, er hat 3 als Summe. Das heißt also, der Angreifer hätte dieses Plättchen gewonnen und dürfte es dann entsprechend auch umdrehen. Der andere Spieler hat zwar hier 3 Einser gelegt, was gleiche Stärke bedeutet und auf der Spielhilfe natürlich viel höher eingestuft ist als die Summe. Aber bei diesem Kärtchen werden halt nur die Summen gezählt und da er 3 hat und er 2 hat, gewinnt der Angreifer dieses Plättchen. Jetzt gibt es noch 3 weitere Teile. Das sind einmal dieses Symbol, das heißt ein Lauf. An diese Karte sollte nur ein Lauf angelegt werden, sonst zählt halt auch nur die Summe. Dann dieses Kärtchen, das bedeutet, dass man 3-mal die gleiche Farbe dort anlegen soll. Gelingt dies nicht, zählt auch nur die Summe. Und dieses Kärtchen, wo 2 Gleichzahlen gelegt werden müssen, also hier in diesem Beispiel 2 Neuner, schafft der andere Spieler 2 Zehner zum Beispiel anzulegen, hat hier in diesem Beispiel der Verteidiger gewonnen, schafft er es nicht, hat hier der Angreifer gewonnen. Sollten auch der Verteidiger hier 2 Neuner gespielt haben, dann hat trotzdem der Angreifer gewonnen, wenn er zuerst diese Neuner gespielt hat. Das heißt, wer zuerst die Aufgabe letztendlich erfüllt hat, würde bei Gleichstand dann auch entsprechend gewinnen. So, jetzt gibt es noch 2 ganz wichtige Elemente im Spiel. Der Verteidiger hat nochmal solche 3 Ölkessel vor sich liegen, die er im Spiel einsetzen darf. Pro Runde 1 Ölkessel und insgesamt halt höchstens 3 Ölkessel in dem gesamten Spiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal annehmen wollten, hier der Angreifer hat die rote 10 gespielt und der Verteidiger würde jetzt sich darüber Gedanken machen, dass das schon eine sehr hohe Karte ist und er lieber diese 10 weghaben möchte, dann kann er entsprechend den Ölkessel einsetzen. Die oberste Karte, also die am nächsten am Mauerwerk liegt, wird dann zur Seite gelegt und er hat damit erreicht, dass das Feld wieder leer geworden ist. Die zweite Möglichkeit ist für den Angreifer, der auch eine Option hat, die aber wiederum der Verteidiger nicht hat. So wie der Angreifer, der die 3 Ölkessel hat, so hat der Angreifer aber auch eine super gute Möglichkeit, sein Spiel zu beeinflussen. Hier in diesem Beispiel ist es so, dass der Verteidiger 2 Sechsen gelegt hat und der Angreifer 3, 4 als Sequenz. Hier ist zu befürchten, dass der Spieler sehr bald eine dritte 6 anlegen wird und damit eigentlich dieses Mauerwerk nicht mehr mit dieser Kombination geschlagen werden kann. Deswegen hat der Spieler die Möglichkeit, von einem oder auch von mehreren Mauerteilen gleichzeitig die Karten wegzulegen, in die Auslage zu legen und wieder ganz neu hier zu beginnen und zum Beispiel mit einer 7 den Kampf zu eröffnen. Die Karten, die der Verteidiger liegen hat, kann er nicht wegtun. Das heißt, er hat mit seiner Auslage auch immer so weit zu kämpfen, dass die Karten erst dann wegkommen, wenn in irgendeiner Weise beide Seiten aufgelöst werden und dann die Karten auch wieder entfernt werden. Dann gibt es noch eine Besonderheit. Und zwar liegt in einer Auslage eine 11 und man hat die gleichfarbige 0 auf der Hand, kann man diese spielen und dann wird die 11 wie auch die 0 vom Spielbrett entfernt. So ist es auch, wenn die 0 vorher liegt und der Spieler spielt die 11. Auch damit kann er beide Karten eliminieren und diese kommen dann in die Auslage. Jetzt nochmal zusammengefasst, wie die einzelnen Schritte beim Spiel sind. Als erstes führt der Spieler, der an der Reihe ist,
eine einleitende Aktion aus. Das heißt, der Angreifer kann Karten, die er schon ausgelegt hat, wieder entfernen und den Platz wieder freimachen, um neue Kombinationen zu spielen. Oder der Verteidiger kann einen seiner Ölkessel einsetzen, um halt die erste Karte zu vernichten. Dann kommt, dass eine Karte ausgespielt wird, dann zieht ein Spieler wieder seine Karte und der Angreifer hat am Schluss seiner Runde nochmal die Möglichkeit, eine Beweisführung durchzuführen. Eine Beweisführung bedeutet Folgendes. Er hat hier, der Angreifer, zwei Dreier liegen und der Gegenspieler hat die 6 und die 7 liegen in einem Farbverlauf. Das bedeutet, er bräuchte eigentlich jetzt nur eine 8 legen oder eine grüne 5 legen und würde hier mit einer Sequenz in einer Farbe auf jeden Fall diese Runde gewinnen. Die Karten würden dann entfernt und das Mauerteil bleibt so liegen, weil der Verteidiger es ja gewonnen hat. Jetzt liegt aber in der Auslage der abgelegten Karten diese Karten. Das heißt, der Angreifer darf, sobald er vollständig die Karten angelegt hat, hier 3 Stück, eine Beweisführung durchführen. Er kann jetzt sagen, du kannst es nicht mehr schaffen, hier die 6 und 7 zu ergänzen, weil in der Auslage schon die 5 liegt und auch die 8 liegt. Das heißt, er könnte jede beliebige Karte legen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine grüne Karte oder eine andere Karte. Er würde auf jeden Fall niedriger von der Kombination sein, wie die 3 Dreier, die der Angreifer ausgespielt hat. Ist diese Beweisführung erfolgreich und logisch, nehmen beide Spieler entsprechend ihre Karten weg und dann wird das Teil umgedreht und die Mauer ist für den Angreifer schon mal angeknackst. Ein weiteres Beispiel für eine Beweisführung. Der Angreifer hat die Zahlen 11 und 8 gelegt, was schon mal zeigt, dass er nur auf Summe geht. Der andere Spieler hat 2 Fünfer gelegt und würde, wenn er die dritte 5 legt, natürlich automatisch auch diese Runde gewinnen. Allerdings würde er die dritte 5 legen, kann er nicht gleich sagen, wir können es auflösen. Dieses Recht hat im Grunde nur der Angreifer. Nur der Angreifer kann die Beweisführung durchführen. Es bleibt dann halt so lange liegen, bis alle beiden Seiten hier in diesem Beispiel mit 3 Karten belegt sind. In diesem Beispiel ist aber auch möglich, dass der Angreifer jetzt hier einfach die 7 legt und die Beweisführung einleitet am Schluss seines Spielzuges. Er kann nämlich sagen, schau mal, du hast hier die 5 und 5, du kannst keine dritte 5 mehr legen, weil die 3 Fünfen schon in der Auslage liegen. Das heißt, du wirst keine 5 mehr legen können und kannst nur noch auf Summe gehen. Aber selbst wenn du jetzt eine 11 dort noch anlegen würdest, hättest du insgesamt nur 21 Augen. Wenn wir das hier zusammenzählen, sind es 26 Augen. Das heißt, die Beweisführung ist vollendet, die Karten werden weggelegt und das Teil wird entsprechend umgedreht. Es ist natürlich so, dass wir ja wissen, dass gleichfarbige Nullen theoretisch auch die 11 hätte schlagen können. Das heißt, würde er die 0 spielen, würde die 11 ja entfernt. Auch wenn er die auf der Hand hat, spielt das in diesem Moment keine Rolle. Denn wenn der Angreifer die Beweisführung durchführt, dann ist es nicht mehr möglich für den anderen Spieler noch zu sagen, ich habe jetzt eine 0 und könnte ja die 11 noch wegschlagen. Das ist dann vorbei. In dem Moment wird die dritte Karte gelegt, wird hier in diesem Beispiel, führt er die Beweisführung durch und löst das Ganze auf. Ja, dann werde ich zweimal Beweisführung machen. Ja. Nämlich einmal hier, da habe ich 4 Zweien und du 2 Siebte. Du müsstest noch 2 Siebte anlegen, es liegen aber schon 2 Siebte hier aus. Das heißt, es gibt nur noch 1 Siebte, den du anlegen könntest. Okay. Ja. Deswegen habe ich das geschafft. So, die muss ich mir dann gleich mal ansortieren. Und hier habe ich Farbe, da zählt die Summe 27 und du hast 24, gewinne ich auch. Ja, hoppla. Genau. Wem dies alles noch nicht reicht, der kann auch noch zusätzlich Taktikkarten mit ins Spiel bringen, als quasi Erweiterung zum eigentlichen Spiel, die aus Elitetruppen und Aktionen bestehen und somit den Spielverlauf noch einmal entscheidend beeinflussen können. Uns persönlich hat die ganz normale Variante vollkommen ausgereicht und wir hatten damit sehr viel Spielspaß. Schottentotten 2 hat uns sehr, sehr gut gefallen. Besonders spannend ist, dass immer alle Karten, die gespielt wurden, offen liegen und dadurch halt letztendlich man einmal analysieren kann, was überhaupt noch in der eigenen Auslage möglich ist.
andererseits aber auch dann die Beweisführung bringen kann, dass der Gegenspieler in dem Moment gar nicht mehr das erreichen kann, was man schon erreicht hat. Dies ist ein unwahrscheinlich tolles Element in diesem Spiel, deswegen macht es uns auch so viel Spaß. Die taktischen Elemente sind hier groß geschrieben und von daher sagen wir Schottentotten 2, eine absolute Empfehlung für Spieler, die gerne Kartenspiele spielen und auch ein bisschen dabei nachdenken wollen. Natürlich ist der Glücksfaktor auch vorhanden, ist klar, wir spielen halt mit Karten, aber letztendlich ist Schottentotten 2 auf jeden Fall zu empfehlen. Wir geben sehr gute 9 aus 10 Punkten für dieses Spiel.